Hier ist wieder der Test Michel von YouTube. In meinem heutigen Video wollte ich euch mal zeigen, wie ihr der Star auf jeder Kindergeburtstagsparty werden könnt. Und zwar, wie man so coole Figuren aus Luftballons selber machen kann. Jetzt zeige ich euch aber erstmal, wo ihr die Sachen, die ihr dafür benötigt, überhaupt kaufen könnt. Auf Amazon habe ich mir folgende Modellierballons bestellt. Die nennen sich 100 Modellierballons 260Q Qualatex Traditional Mix. Kosten jetzt 8,50 Euro und sind versandkostenfrei. Dann habe ich mir noch eine Ballonpumpe bestellt. Die kostet jetzt 1,99 € plus 1,50 Euro Versandkosten. Es gibt hier verschiedene Bücher, wie man Ballons formen kann. Ich habe mir dieses hier bestellt, Zaubereien mit Luftballons. Kostet 7,50 Euro und ist versandkostenfrei. Jetzt stelle ich euch die Produkte mal vor und dann zeige ich euch nachher mal, wie man so eine Figur formen kann. Aber wie gesagt, ich bin noch absoluter Anfänger. Ich habe das heute das erste Mal probiert, deswegen sehen die nachher nicht so hundertprozentig genau aus wie auf der Abbildung. Dann mal viel Spaß mit dem Video jetzt. Und hier haben wir jetzt die drei Produkte. Wir haben hier einmal diese Pumpe. So schaut die aus. Ist was ganz Einfaches. Die hat aber zwei verschiedene Auszüge, sage ich mal. Wenn ich jetzt mal ziehe, kommt hier ein kleiner Widerstand. Und dann, wenn ich weiter, geht die nochmal ein Stück nach hinten. Ich denke mal, das ist dafür da, wenn man nur noch ein bisschen Luft braucht, als wenn man ganz nach hinten zieht und dann wieder nach vorne macht. Ja, dann haben wir hier dieses Büchelchen, weil ich ja wissen muss, wie ich die Figuren überhaupt forme. Da sind dann halt so die ersten Schritte, verknoten, aufblasen. Dann haben wir hier Basisverdrehungen, schnelle Basisverdrehungen. Und dann fängt dann hier zum Beispiel die erste Figur an, das Kaninchen. Und dann kriegt man dann halt so gezeigt, wie man die Figur formen muss. Das werde ich nachher mal ausprobieren. Ja, und dann haben wir hier halt noch diese Ballons. Schneiden wir gerade hier so auf. Noch mal gerade welche rausholen. Zeige ich die mal. Ja, das sind die jetzt. Gerade gucken, ob die alle gleich lang sind. Ich denke mal schon. Ja, die sind alle gleich lang. Und sehen dann so aus. Ein bisschen dehnen hier. Ja, also ich werde mich mal in das Buch jetzt hier reinfuchsen und dann probieren wir nachher mal aus, ob wir so eine einfache Figur hinbekommen. Jetzt zeige ich euch mal, wie man so ein Häschen macht. Das ist mein vierter Versuch jetzt. Das ist das Häschen. Kaninchen. Und hier ist die Anleitung. Und ich habe da eigentlich schon einen Fehler entdeckt, einen Bildfehler, Beschreibungsfehler. Achtet mal auf dieses Bild. Blase einen Luftballon auf und lasse ein 8 cm langes Ende. Dann knotest du ihn ab. Da habe ich erstmal gedacht, was meinen die denn damit? Habe ich mir mal ein anderes Modell angeguckt, den Dackel. Und da steht jetzt, blase einen Luftballon auf und lasse ein 10 cm langes Ende. Dann knotest du ihn ab. Schaut euch mal das Foto an. Verständlich. Ja. Und wenn ich dann das Foto angucke, irgendwie total falsch. Ja, also. Wir nehmen uns einen Luftballon. Ich habe schon zwei Figuren eben mal gemacht. Die sind leider in die Hose gegangen. Man sieht, das sind zwei meiner Figuren. Der Fehler war immer gewesen, der Ring hier, der war zu weit. Und die Karnickel haben da nie hier reingepasst. Das heißt, ich mache jetzt mal die Vorderfüße, mache ich mal länger. Wir holen uns einen Ballon. Tun ihn mal so ein bisschen hier dehnen. Farblich ist eigentlich egal. Ich habe mal versucht, mit dem Mund aufzublasen, aber da war ich zu schwach, er war zu stark. Wir nehmen unsere Pumpe, machen das hier so drauf, halten das so fest und dann... So, zack. Das ist das Ende, weil wenn man nachher so ein bisschen knoten, geht da die Luft rein, also sie kann entweichen. So, Knoten reinmachen.
Ja, ist nicht viel, was wir hier haben. Also, lass mal ein bisschen Luft. Es gibt wohl zwei Möglichkeiten, einen Knoten zu machen. Man kann einmal hier den Zeigefinger nehmen, dann irgendwie das Ding hier so drüber machen. Ja, der ist jetzt ein bisschen zu kurz, dass das wohl so aussieht. Und dann soll man den irgendwie hier so mit dem Daumen rüberschieben und dann soll sich ein Knoten reinmachen. Aber habe ich eigentlich so gut wie nie hinbekommen. Deswegen nehmen wir den Klassiker-Knoten einfach hier so rüber. Es ist ein bisschen wenig, aber es geht auch. Zack, Knoten drin. So, Bild 1. Nee, das haben wir schon gemacht. Schnauze. Bilde eine Blase mit 6 cm Länge. Machen wir doch mal direkt. 6 cm sind ungefähr da. 1, 2, 3, 4. Halten wir jetzt mal fest. Ohren. Bilde zuerst ein Ohr mit einer 15 cm langen Blase. Ja, ungefähr 15 cm da. 1, 2, 3, 4. Halte ich mal fest jetzt. Punkt 4. Um das zweite Ohr zu bilden, knickst du den Luftballon und führst auf der Höhe der ersten Verdrehung eine zweite Verdrehung aus. Da habe ich mir gedacht, hä, was meinen die jetzt mit Luftballon knicken? Ist aber ganz einfach eigentlich. Luftballon. Rüber. Das soll der Knick sein, sage ich mal. Und dann wird er hier, oh, ich will mal richtig halten, so verdreht. Und dann haben wir jetzt hier schon die Ohren, das sind die Ohren jetzt, die wir gerade gemacht haben, und die Schnauze von eben. Punkt 5, Hals. Bilde eine Blase mit 6 cm Länge. 6 cm ungefähr da. 1, 2, 3, 4. Super. 6 Vorderbeine. Die lasse ich jetzt mal länger. Bilde zuerst ein Vorderbein mit einer 8 cm langen Blase. Dann knickst du den Luftballon und machst auf der Höhe der ersten Verdrehung eine zweite Verdrehung. Da habe ich mir gedacht, was meinen die denn damit? Ich habe es nicht kapiert, gell? Aber zeige ich euch mal. Wir müssen uns nämlich mal das siebte Bild hier angucken. Da steht jetzt nämlich, rücke die Hinterbeine mit den Händen zurecht. Also, wir machen jetzt erstmal 8 cm. Ich nehme mal ein bisschen länger, weil eben hatte ich da Probleme gehabt. Ja, ungefähr so. So. Und dann drehe ich das Ganze mal, dass das hier so nach oben zeigt. So, die Schnauze hier nach oben. Und jetzt drehe ich hier. Oh, Mist. Gerade nochmal neu machen. Entschuldigung. So, jetzt drehe ich das hier. Dann halte ich das hier so fest. Und das sind jetzt die Vorderbeine. Und die kann ich jetzt hier so drehen. So, jetzt muss ich alles nochmal zurecht rücken. Und jetzt haben wir die Vorderbeine. Ja, jetzt kann man wieder weitermachen. 8. Körper. Bilde eine Blase mit 8 cm Länge. Machen wir doch direkt mal. 1, 2, 3, 4. Super. Und dann kommen wir zu den Hinterbeinen. Mache eine Ringverdrehung, sodass eine Blase mit Umfang von 35 cm entsteht. Also wenn man jetzt mal das Foto sieht, 10. Bild, da muss man halt nur ein bisschen da so zusammendrücken und dann drehen. Das heißt, den Rest nehmen wir jetzt mal ungefähr so. Ja, ich bin mal großzügig. Dann drücken wir hier zusammen und dann, na, dann drehen wir. Wir drehen mal andersrum. So. So, jetzt haben wir nämlich das ist Schwänzchen. Jetzt kommen wir nämlich noch zum letzten Bild. Dann schiebe die Vorderbeine in den darunter liegenden Ring. So, das heißt, ich soll jetzt die Vorderbeine reinschieben. Und jetzt habe ich ein Häschen. Und es hat endlich mal funktioniert, weil, wie ich schon eben gezeigt habe, es kann passieren, dass eure Vorderbeine zu kurz sind. Und dann passen die halt nicht mehr hier in den Ring rein, weil der Ring zu groß ist. Aber jetzt habe ich die Vorderbeine länger gemacht. Das heißt,
Jetzt habt ihr hier so ein Kaninchen, Hund, sowas in der Art, ein Mischling, sage ich mal. Wie gesagt, ich habe das jetzt erst 5-mal geübt, aber ich verbessere mich immer mehr. Und ja, so, den kann man noch ein bisschen vielleicht so gerade machen. So, jetzt habe ich euch mal gezeigt, wie man ein Kaninchen macht. Ja, jetzt habe ich euch mal gezeigt, wie einfach es ist, so ein kleines Häschen zu machen. Das ist ein Anfängerhase. Ich habe mich auch mal an einem Dackel versucht. Nur der Schwanz wird derzeit noch so ein bisschen lang. Aber das bekomme ich auch noch hin. Ja, wer das gerne auch mal machen möchte, die Links zu den Produkten poste ich im Textfeld unter dem Video. Klickt da drauf, kommt ihr direkt hin. Und das war wieder der Testmischel von YouTube. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal.